Diese Arbeit hier, das lange Relief River von 1997, zeigt uns die Meisterschaft, die es El Anatsui mit der Motorsage zur Meisterschaft, die es gebracht hat. Wir sehen, wie das Einschnitte in die verschiedenen Brettern sehr wunderbar das ewig bewegliche Wasser symbolisieren, dass sich immer wieder die Richtung ändert und keinen Moment das Gleiche ist. Es gibt ja nicht zuletzt deshalb den Sinnspruch aus der griechischen Antike, dass man nie zweimal in denselben Fluss steigen kann. Die Arbeit also mit dem Fragment, mit dem Lebendigen, mit dem, dass man auch die Komposition immer wieder ändert, ist hier absolut vorgebahnt in den 80er, 90er Jahren, in den Holzarbeiten von El Anatsui. Und auf der anderen Seite gleich gegenüber sehen wir, was er 2009 mit den Prinzipien macht, wo wir auch verschiedene Bahnen haben in dieser Metallgewebe, verschiedene Bahnen auch, die man immer wieder neu zusammennähen muss, bevor man die Arbeit präsentieren kann. Und wir sehen die Reichhaltigkeit der Bearbeitung der einzelnen Metalle. Hier unten wieder von Druckplatten, die aneinander genäht werden. Wir sehen noch den Text, den sie gedruckt haben. Dann sehen wir hier fast wie Bonbonpapiere, wie die Flaschen, Manschetten von Schnapsflaschen zusammengedrückt werden, etwas ganz Körperliches bekommen. Oder dann der obere Teil, das kreisrunde Deckel, der dann gerade zu Quadraten zusammengedrückt wird, der einen Art irisierenden Effekt hat, der uns vielleicht an japanische Lackarbeiten erinnert oder an Gustav Klimt und die Hintergründe seiner Malereien. Wir sehen, wie die Geometrie, die Abstraktion ganz neue Vielfalt bekommt und neu eingesetzt wird, auf das Ornamentale verweist, vielleicht von afrikanischen Textilien, aber auch einfach die Erfindungsreichtum und Erfindungslust, die Gestaltungslust des Künstlers in ihrer ganzen Blüte zeigt. Auch hier ist die Arbeit des Fragments wichtig. Etwas Kleines kommt in einen größeren Zusammenhang und entwickelt eine Ernsthaftigkeit, eine Monumentalität, die deshalb auch der Titel der Ausstellung, dass es im Kleinen nicht haben könnte. Damit man dieses Material ernst nimmt, als bildhauerisches Material, muss eben die Arbeit monumental sein, muss es triumphieren über ein kleines Fragment und bekommt es auch erst seine visuelle Wucht und Pracht.